Abend? Sind die Plätze hier noch frei oder sitzt da jemand? Edinburgh. Ach, ich glaube, das kann ich riskieren, was? Die Herrschaften haben es ja offenbar nicht geschafft. Welche Herrschaften? Die Leute, die die Plätze reserviert haben. Ach, die? Nein, ich glaube nicht, dass die es heute Abend noch schaffen. Die Wagentür war abgeschlossen. Pardon? Die schließen ab, wenn ich ansteige, immer. Heute nicht. So. Heute auch. Tja, ich hatte keine Schwierigkeiten, kann ich nur sagen. Also, auf Wiedersehen in London. Pardon? Auf Wiedersehen in London, unserem Ziel, jawohl. Lesen Sie nur, gute Unterhaltung. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Na was denn, wieso denn? Sie kommen da hereingeplatzt, fangen eine Unterhaltung an, drehen den Hahn wieder zu, wer soll da was sagen? Wenn Sie sich unterhalten wollen, natürlich unterhalten wir uns. Verzeihung. Ich bin etwas gereizt. Schon gut. Sie sind nämlich der erste Weiße, mit dem ich seit 4 Wochen spreche, müssen Sie wissen. Ich komme mir schon vor wie ein fahrender Robinson. Leicht schreckhaft, Angst vor der eigenen Stimme, vor Fußabdrücken. Ich war mal ein ganz amüsanter Mensch, Tempi Passati. Ich kann nicht winken, ich muss ertrinken. In einer Situation wie der meinen verdrückt man eine ganze Menge Gedichte. Ich verstehe. Was verstehen Sie? Dass Sie sich gestört fühlen. Ungestört, ungestört, das ist das Elende. Total ungestört. Seit 4 Wochen. Probieren Sie das mal, wieder raufkrabbeln auf die Welt, nachdem man abgerutscht war. Wer sind Sie? Ein Geistlicher, ein englischer Geistlicher. Eben. Eben. Sie haben mich an ihn erinnert, müssen Sie wissen. An jemanden, mit dem ich gut bekannt war. Ich habe mir vorgestellt, Sie seien wie er. Und wer wäre der Besagte? Sie kennen ihn nicht, mein Freund, oder? Nicht persönlich, nein. Wie heißt er? Sie sind nicht zufällig geschickt. Wie? Beordert, beauftragt, gesandt, geschickt. Tja, wir glauben alle gern, wir seien berufen. Und einige von uns wohl auch, ja, auserwählt. Mein Vater war auch Geistlicher. Baptist heißt das, ein sehr religiöser Mensch, sehr. Dass wir Kinder am Sonntag spielten, kam überhaupt nicht in Frage. Da rauschte das Harmonium. Aniskuchen. Sie sind Church of England, ne? Ja. Aha. Aber die Kirche hat Sie nicht geschickt. Hierher. Zu mir. Nein. MI5 auch nicht? Nein. Oder CIA? Nein. Hören Sie mir überhaupt zu? Und ob? Na, dann will ich mal was verraten. Als ich das letzte Mal in Edinburgh war, habe ich Ihre Majestät die Königin gesehen. Samt Gefolge. Ja? Samt Ihrem ganzen Gefolge, klingelt nichts? Bei einer offiziellen Gelegenheit? Samt Ihrem ganzen Gefolge, na, was sagen Sie nun? Samt Ihrem ganzen Prachtgefolge, Kinderkammer, Frauenkammerherren, Leibwächter, Hofnarren. Samt Gefolge. Na, das wäre das. Sie lesen weiter und ich denke weiter nach. Hier pflegte sich früher mal allerhand zu versammeln, hier in diesem Zug. Früheren Zeiten. Ein hochinteressanter Querschnitt der Menschheit. Lehrer, Professoren, Anwälte, auch ein Filmstar war mal dabei. Bryanston hieß er, Jack Bryanston. Das soll sehr beliebt gewesen sein unter Aficionados. Fast eine Art Club war das. Eine zuverlässige Basis für zwischenmenschliche Kontakte. Sie sind wohl häufig unterwegs auf dieser Strecke? Ja, 2-mal wöchentlich, Dienstag hinauf, Donnerstag hinunter. Außer natürlich, wenn ich auf Urlaub bin. Seit 5 Jahren mache ich das so. Ich kenne das schon gar nicht anders.
Tja, das ist eine Art Gewohnheit, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Ich wundere mich nur, warum Sie sich keinen Schlafwagen nehmen. Ich lasse mich nicht gern liegen verfrachten. Nein, nein, keiner von uns hat es eilig, ins Paradies zu kommen. Charlie hat auch immer gesagt, nimm dir doch einen Schlafwagen. Das ist das bequem, aber ich habe es nie getan. Abgesehen von allem anderen wollte ich die Gespräche nicht vermissen, die sich so ergaben. Bis sie die Versorgung abschnitten. Wer schnitt was ab? Ihre Leute vielleicht, dachte ich. Sie haben mich hinausreserviert. Irgendjemand. Seit Charlie verschwunden ist. Sie haben mich eingefroren, in Schweigen, Plätze reserviert, Wagentür zu. Sie haben mir die Wärme des menschlichen Kontaktes entzogen. Sehen Sie, das ist das, was mit mir los ist, Entziehungssymptome. Ich meine, eine Gesellschaft, die man nicht missen kann, ist wie eine Droge, finden Sie nicht auch? Ich jedenfalls betrachte Gesellschaft von Menschen als eine der wichtigsten schmerzstillenden Drogen und hochgradig geeignet, süchtig zu machen. Nicht einmal der Schaffner kommt mehr zu mir herein. Ich werde gemieden. Deswegen sind Sie auch eine ziemliche Überraschung für mich. Und deswegen frage ich mich, was Sie von mir wollen. Was ich hier will? Ich habe das Gefühl, verzeihen Sie bitte, dass Sie mich doch sehr mit Ihrem Freund Charlie in Verbindung bringen. Ist das nicht etwas unfair? Das hier bin ich und die Spinne sind Sie. Das finde ich sehr geschmacklos. Oh. Ich habe keinerlei Bedürfnis, Sie zu verspeisen. Bitte bleiben Sie doch, ich habe doch nur gespaßt. Aber in diesen sonderbaren Zeiten wissen Sie doch nie, wem Sie gegenüber sitzen, was die sozusagen im Schilde führen, für wen Sie arbeiten. Für wen ich arbeite? Nicht Sie, nicht Sie, nicht Sie persönlich, aber da sind doch Mächte dahinter oder was auch immer. Die stecken dahinter in Wirklichkeit, bei allem. Ja, und um das Wirken dieser Mächte zu verstehen, suchen wir den Beistand der Kirche. Aha. War Charlie religiös? Oh nein. Das können Sie so sicher sagen. Ja, ich weiß zufällig, dass er als Atheist aufgewachsen ist. Das ist doch sicher nicht ganz einfach gewesen, wie? In einem Land wie unserem, in dem die Religion so sehr Teil aller öffentlichen Institutionen ist. Aber ist doch nicht Engländer, oder? Wissen Sie doch ganz genau. Eine andere Erklärung für Ihre Anwesenheit und mir die liebste wäre, dass Sie von der britischen Eisenbahn eingeschleust worden sind. Nein, nein, das ist nicht so dumm, wie es klingt. Ich habe mich nämlich über meine Isolierung beschwert. Schriftlich, aufs Schärfste. Ich habe meinem Abgeordneten geschrieben und der Direktion der britischen Eisenbahn. Da könnte ich mir vorstellen, dass die irgendjemanden losschicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Eine Art Gesprächspartner-Ersatz gewissermaßen, um meine Beschwerden gegenstandslos zu machen. Das wäre allerdings eine Funktion, in der ich mich bisher noch nicht gesehen habe. Für wen sind Sie denn unterwegs? Ich stehe im Staatsdienst. Wissenschaftler. Eieiei, da fühle ich mich aber geehrt. Computermathematik, genau gesagt. Mhm. Heißt das, Sie gehören zu einem bestimmten Ministerium? Ja, Verteidigung. Geheimstufe 3. Heikle Sache. Und das Ganze spielt sich in Schottland ab oder in London? Sowohl als auch. Whitehall und die nördlichen Gefilde. Das ist mein Wechsel. Die von Glengarry gehört? Die Atomforschungsanlage, natürlich. Ach so, deswegen haben Sie gefragt, ob ich von ME5 bin. Ja, oder CIA oder so ähnlich. Naja, was die nationale Sicherheit anbetrifft, so entfalten die ja bemerkenswerte Aktivität. Oder? Da bin ich überfragt, Verzeihung. Nein, 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 du tun Sie nicht so unschuldig, mein Junge. Dann kommen Sie mir ja nicht gönnerhaft. Wer mich bis jetzt in sein Herz schließen wollte, der hat immer noch entdecken müssen, dass ich eine Art Feigenkaktus bin. Jawohl. Wo kaufen Sie solche Schuhe? Hm? Schuhgeschäften. London? Ja. Aha. Sind Sie da beschäftigt? In London? Hempstead, Allsaintskirche. Aha. Hatte Charlie die gleichen Schuhe? Gleiche Schuhe, gleiches Alter. Ach. Gleiche Haare. Ja, das ist erstaunlich. Wozu ja, solche? Och, wenn ich in meiner Gemeinde herumtrabe. Hm. Waren Sie in der Public School? Ja. Eton? Mhm. Und dann Oxford? Nein, ich habe die Prüfung geschmissen. Ach,
Und Väterchen hat's überstanden? Väterchen ist leider tot. Oh, oh, Verzeihung, Verzeihung. Schon gut seit über 20 Jahren. Übrigens, ich heiße Paul Begley. Fran. Alfred Fran. Na, erzählen Sie mal, Paul Begley. Was haben Sie denn da oben in Schottland gemacht? Die Beichte einer beladenen Seele gehört. Jemand, den ich kenne? Ein Mädchen. Ich glaube, sie fühlt sich jetzt erleichtert. Da hat man sie aber einen weiten Weg geschickt, nur um eine Beichte zu hören. Oh, uns ist kein Weg zu weit dafür. Bei mir läuft nichts mehr richtig. Ich stelle nichts mehr dar. Ich könnte ebenso gut Luft sein. Das Gefühl kennen wir alle. Nein, ich rede nicht von einem Gefühl. Ich rede von einer Tatsache. Ich rede nicht von diesem Zug, sondern von meinem Leben insgesamt. Weil Charlie nicht mehr da ist? Ja, diesen Mann habe ich geliebt. Wie dem auch sei. Dass sowas passieren kann, so mir nichts, dir nichts, innerhalb von 4 Wochen, man möchte es nicht für möglich halten. Dass man einen Menschen einfach so abtrudeln lässt und kein Hahn kräht mehr nach ihm. Tja, wenn Sie natürlich wirklich geliebt haben. Geliebt, nicht geliebt, ich rede nicht von Charlie, ich rede von meinem Rosen am Donnerstagabend vor 4 Wochen. Hat nichts von ihm gehört, er hatte sich nicht gemeldet, ich war kribbelig, ich gebe es zu. Und im Institut hatte ich auch einen von diesen Tagen hinter mir. Da nennen sie mich immer das Langohr, weil ich so melancholisch bin. Ach, das sollten wir aber nicht tun. Ach, die tun vieles dort, was sie nicht tun sollten, ja? Mich in der Teepause schneiden, mir meine Geheimakte vorenthalten, mir die kalte Schulter zeigen, auf den Gängen das Gesicht abwenden, als wenn ich ein widerlicher Anblick wäre. Und mein Telefon sollten sie mir auch in die stilllegen, oder? Und mir die Bleistifte wegnehmen vom Schreibtisch. Und in der Kantine mich ganz allein sitzen lassen, obwohl es gestopft voll ist. Oh. Erzählen Sie von Ihren Rosen. Das Einzige, worauf ich mir etwas einbilde, sind 18 Jahre loyalen Dienstes. Schwende dann eine Bande von abgewirtschafteten, nepotistischen Großköpfen. Vielleicht haben sie ihre Verachtung spüren lassen. Das könnte schon stimmen. Die Rosen. Ich ging zu Fuß nach Haus, weil ich an einem bestimmten Ort nachsehen wollte, ob Charlie etwas für mich hinterlassen hatte. Wo wollten Sie nachsehen? Es war unruhig. Hat er sich nicht gemeldet. Ja, und dann stehe ich vor meinem Haus in Battersea, Nummer 11, jawohl. Und ich erkenne es nicht mehr. Wieso? Es war frisch angestrichen worden. Grasgrün und neues Gartentor, hat es neue Vorhänge, was Sie wollen. Ja, war das so befremdend? Sie kennen Mrs. Partridge nicht. Der fällt ebenso wenig ein, Ihr Haus anstreichen zu lassen, als mir ein Rolls-Royce zu spendieren. Seit 6 Jahren bitte ich Sie schon um einen neuen Treppenläufer. Ja, da stehe ich und denke, ich sehe nicht recht. Dann sehe ich meine Rosen weg. Das Einzige, was mich draußen gehalten hat, waren meine Rosen. Das Einzige. Außer Charlie lag mir nichts von ihm in der Welt so viel wie an meinen Rosen. Auch nicht an Mrs. Partridge? Ja, das ist schon, was Sie meinen. Einmal, ein einziges Mal, habe ich einen fatalen Fehler gemacht mit dieser Frau. Den werde ich mein Leben lang bereuen. Xavier. Geschlechtsverkehr mit mir erlaubt. Ja, und daraufhin nimmt sich natürlich viel zu viel heraus, nicht? Übrigens, Charlie hat sie gehasst. Fast noch mehr als mich, wenn möglich. Also da standen Sie. Standen? Getobt habe ich. Hab die ganze Straße runtergeschrien. Partridge, Partridge. Dann will ich die Tür aufschließen. Mein Schlüssel passt nicht mehr. Ich läute Sturm, die Hände voll frischer Farbe beschmiert. Ich kann Ihnen sagen, ich sah rot, die Nachbarn schrien schon runter. Fran, Ruhe da unten, Fran. Also ich breche die Tür auf, ich renne die Treppe hinauf, mein Zimmer war weg. Weg? In ein anderes Zimmer geräumt, hinüber, auf die andere Seite des Ganges. Also es war alles da, es war nichts gestohlen, alles. Möbel, Bilder, Teppiche, mein Plattenspieler und alles in Ordnung, alles an seinem Platz. Mit einer Ausnahme. Meine Platten mit dem russischen Sprachkurs. Weg. Nein, aber die Etiketts abgelöst, vertauscht, abgelöst und falsch wieder aufgeklebt. Als ich Tierstunde in einem russischen Heim auflege, bekomme ich Lieder der Arbeitsbrigade vom Djeperdam zu hören. Was hatte Mrs. Partridge dazu zu sagen? Nein, die war auch weg. Am Morgen von einem Krankenwagen abgeholt, laut Nachbarn. Aber Sie haben sie doch wohl gesprochen inzwischen. Nein, die blieb verschwunden.
Die war irgendwo hingebracht worden und von da an wieder woanders. Wohin wusste niemand. Haben Sie die Polizei zugezogen? Natürlich bin ich zum Revier gegangen. Viermal habe ich die Sache zu Protokoll gegeben. Bei vier verschiedenen Beamten. Immer wenn ich versuchte, etwas zur Erfahrung zu bringen, bekam ich einen neuen. Und Charlie hatten Sie auch keinen Trost. Natürlich, der war ja nicht da. Nein, niemand war da. Essen Sie etwas. Sie haben sicher Hunger. Ui, Sie haben ja gleich für zwei besorgt. Richtig. Sehr nobe, British Railway Sandwiches. Ich habe sie auf dem Bahnhof gekauft. Ich hab's gemerkt. Hätte mir meiner den Zug deswegen versorgt. Charlie auch mit dem Zug gefahren? Mhm, manchmal. Aber meistens haben wir uns draußen bei Ihnen getroffen, in Hempstead. Wir müssen natürlich sehr vorsichtig sein, ja. Er kriegte sonst Schwierigkeiten, sagte er. Von wegen Fraternisieren mit britischen Staatsangehörigen. Also Ihre Disziplin, also dich zu bewundern, nur zu bewundern, da könnte man sich in England ein Stück abschneiden. Wohin gingen Sie da so in Hempstead? Meistens ins Grüne. Ist auch nicht ideal, aber wo ist es schon ideal? Überall zu viele Menschen. Kann ich noch einen Kaffee haben? Sicher. Haben Sie Vermögen? Naja, die meisten von uns haben noch etwas zusätzlich. Ich wunderte mich schon, dass Sie sich erster Klasse leisten können. Meine Mutter besteht immer darauf. Ich tue es mir ihr zu gefallen. Und die bei Ihnen, ja? Mhm. Ach, du meine Güte. Ach, das ist nicht so schlimm. Die ist noch sehr agil. Ja, was machen Sie da immer? Musikalische Abende, was? Harfe, Laute, Zimbel. Die englische Kirche ist ja wohl noch sehr auf die Bedürfnisse der oberen Klasse zugeschnitten. Unfähig und korrupt, aber okay für den, der mitmischt. Sind Sie verheiratet? Nein. Haben Sie jemanden? Nein. Sind Sie noch Jungfrau? Meinen Sie, wenn ja, hätten Sie es leichter, mit mir zu reden? Ach. Ich kann nicht mit Ihnen reden. Nein, nein, da sind Abgründe. Alte Erfahrung, Klasse. Nein, nein. Ja, aber das sind Unterschiede, die unter Umständen eine Beichte leichter machen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe, Paul. Gut. Dankeschön. Nein, ich bin froh, dass ich die Religion über Bord geworfen habe. Zu grausam für mich. Und soll ich vorkommen wie ein verfaulter Baum, der keine Früchte mehr trägt? Mein Vater war ein Besessener in der Beziehung. Falte deine Hände, mein Sohn. Du hast noch nicht zu Abend gebetet. Naja, natürlich denkt man immer daran. Vor allem nachts im Zug. Die Hügel da draußen, alle kahl und der Ziegenbock, der Sündenbock, beladen mit all ihren Schlechtigkeiten. Hier in die Wüste trägt, der bin ich. Was für Schlechtigkeiten, Alfred? Charlie hat mir Freiheit geschenkt. Großes Wort. Freiheit von Heuchelei hat mich aus mir herausgebracht. Hat mich befreit. Aber wenn ich Ihnen das erklären sollte, wenn ich darüber sprechen sollte, nein. Ja. Das Leben ist eine Gabe, keine Last. Gottes Gabe. Na, also nicht vergessen, dass ich Mathematiker bin. Die Ursprünge allen Lebens sind absolut zufällige. Nein, sie ohne Zweifel, doch. Außerdem hätte ich ohne ihn nie meinen Ehrendoktor bekommen. Den habe ich auch nur ihm zu verdanken. Ehrendoktor? Ja, von der Staatsuniversität Moskau. Ich bin der erste Ausländer, dem er verliehen wurde. Ja, fabelhaft. Das hat nur er erreicht. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, woher sollten Sie auch? Ich konnte ja nicht darüber reden. Ich musste Charlie doch decken. Ich konnte es doch nicht herausposaunen, oder?
wohl nicht gut, nein. Ja, ich habe diesen Mann geliebt. Der war alles für mich, das ist die pure Wahrheit. Deswegen kann ich ihn auch nicht verleugnen, weder Ihnen noch sonst jemandem zuliebe. Nein, das dürfen Sie auch nicht. Ja? Sie dürfen sich auf keinen Fall zum Judas machen. Apropos, hat Charlie Sie bezahlt? Sagen Sie, was ist besser, etwas Unrechtes tun oder gar nichts tun? Die meisten Menschen benutzen Moral als Ausrede, verstehen Sie? Als Versteck. Ich nicht. Charlie auch nicht. Das ist alles, was darüber zu sagen ist. Was für ein Jammer, dass er sich jetzt nicht mehr dazu äußern kann. Ja, jetzt nicht mehr und nie mehr. Ich habe ihn getötet. Wollen Sie niederknien, Fran? Auch nicht ganz so zielstrebig, ja? Mein Gott, sind Sie jung. Wahrheit ist doch nicht gleich Wirklichkeit. Nicht gleich Schlagzeile vom Daily Express. Wahrheit, das ist Zweifel. Angst, ein Schmetterling in einer hohlen Hand. Zu festgedrückt und er ist tot. Sie können schon das noch Glauben nehmen, oder nennen wir es Treue. Haben Sie Charlie deshalb getötet, weil er die Treue gebrochen hat? Haben Sie nicht gesagt, Sie sollen keine Fragen stellen? Wie haben Sie ihn getötet? Ich war seiner nicht wert. Ich habe ihn verraten. An wen? Ja, hören Sie doch auf. Ja, Gottes Engländer, durch und durch. Britischer Landedelmann mit Eton- und High-Church-Erziehung. Deswegen fahren wir ja auch erster Klasse, Sie und ich. Mit der Gott näher sind. Wenn drüben der zweiten Klasse die armen Luder ersticken und Kinder kotzen und Frauen fallen in Ohnmacht. Bilden Sie sich nichts ein, der Zug ist halt leer. Ach, glauben Sie, vielleicht sind Psychiater, ja? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, dann erlösen Sie sich selbst. Wie lange machen Sie das schon? Was? Na, predigen und so. Ich wurde vor einem Jahr ordiniert. Oh, da haben Sie aber eine rasante Karriere gemacht. Gleich in so eine Top-Gemeinde hinein. Hm. Also ich möchte, dass wir wieder gut sind. Freunde, wie zu Anfang. Hä? Aber das sind wir ja, die ganze Zeit. Die ganze Zeit? Heißt das in alle Zeit und Ewigkeit, oder? Richtig. Und Sie möchten gern, dass ich mit meiner Beichte fortfahre, vermute ich. Wenn Sie wollen. Ich kann Ihnen sagen, wie Charlie Wodka eingoss, das war fantastisch. Das bringt nur ein Tartar fertig. Dabei ist Wodka ja nicht billig, auch nicht mit Diplomatenrabatt. Er stellte beide Gläser nebeneinander, gleich bei seinem ersten Besuch. Er kam in mein Zimmer gefegt, öffnete seinen Koffer, holte Flasche und Gläser heraus, stellte die Gläser nebeneinander, kippte die Flasche senkrecht nach unten und goss mit einem Schwung beide Gläser voll. Wodka natürlich über den ganzen Tisch, nur Tisch ruiniert. Mrs. Partridge bekam einen Anfall, ein ganz schönes Furnier beim Teufel. Nein, der tiefere Grund war natürlich, dass ich es nicht vertrug, dass jemand mit mir intim war, nicht wahr? Bei Frauen spielen da biologische Gründe eine Rolle. Alles, was sie mitbekam, war nur, dass ein Bär von Ausländer die Treppe rauf raste, ohne sie zu fragen, sich ihres Manns Kerls bemächtigt und es um und um kehrte. Er kannte mich durch und durch. Meine ganze psychologische Ausstattung, meine Begierden, meine Blockaden. Er spielte auf mir. Also ihre Technik, das muss man sagen, ist der ihrer Leute meilenweit überlegen. Was ist denn das? Signal vermutlich. Für wen? Streckensignal, irgendein kleiner Aufenthalt. Sie sagten, er kannte Sie so gut, dass er wusste, was ich dachte, ja, bevor ich selber wusste. Wörtlich, so wie Sie vermutlich auch. Herr Charlie arbeiten hieß mit ihm verheiratet sein. Ist doch so, nicht? Ja, das weiß ich nicht. Die Kamera, die Charlie mir gab, die war für mich so etwas wie ein Hochzeitsring, so eine Art rituellen Gegenstandes, verstehen Sie? Wenn ich auf der Straße ging, ins Büro zum Beispiel, dann berührte ich sie immer in der Tasche. Bist du noch da? Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen.
So wie eine junge Frau ihren Ehering berührt. Übrigens ein fantastisches kleines Ding. Russisches Fabrikat, alles aufs Äußerste miniaturisiert. Kann ich sie mal sehen? Nein, auch noch sehen. Nein, nein, ich habe sie nicht bei mir. Ich habe sie auf Reisen nie bei mir, das ist zu riskant. Wenn Sie ihn so gern hatten, warum haben Sie ihn dann getötet? Wie hat sich denn Charlie bei Ihnen eingeführt? Beim ersten Mal, meine ich. Ich mag ihn nämlich selber schon gern, muss ich sagen. Ach, da hatten Sie doch diesen Kurs Radio Moskau. Von dem Kurs weiß ich, glaube ich, nichts. Ja, also da hatte ich eines Abends Moskau Nachrichten eingeschaltet. Nur zum Spaß, verstehen Sie sowas? Ja. Neugierde, um auch mal die andere Seite zu hören. Und ich wollte schon weiter drehen und mir ein bisschen sexy französische Musik ranholen. Ich habe da so ein Päckchen Bilder zu Hause und dann wollte ich mir einen stillen Abend machen. Und da hörte ich auf einmal dieses Mädchen, warm, irgendwie mütterlich, Sie verstehen schon. Und die bot doch diesen kostenlosen Sprachenkurs in Russisch an, man brauchte nur hinzuschreiben. Dann haben Sie also hingeschrieben. Ja, und dann bekam ich einen Fragebogen. Füllten Sie aus? Füllte ich aus, schickte ihn hin und dann hörte ich nichts mehr und vergaß die Sache auch. Naja, aber auf dem Fragebogen, da hatten Sie Angaben über Ihren Beruf gemacht, dass Sie in Glengarry tätig sind. Das war wahrscheinlich gar nicht zu vermeiden, so wie die Fragen gestellt waren. Ja. Ne? Was zum Teufel ist denn da los? Wieso? Wir halten. Ja, das merke ich, dass wir halten. Und ich mag es nicht. Ich möchte wissen, warum wir hier halten. Wir führen hier ein hochwichtiges Gespräch. Ich kann doch nicht weiterreden, wenn wir hier plötzlich stehen bleiben. Schon gut, Fane. In einer Minute fahren wir wieder. Tun Sie doch was. Beten Sie oder sonst was. Charlie, der hätte irgendwas unternommen. Das kann ich Ihnen verraten. Der wusste, wo man den Hebel einsetzt. Fantastisch. Unternehmen Sie etwas. Sie sehen doch, dass ich Hilfe brauche. Charlie Boy, jetzt brauche ich dich. Und wo bist du? Und dann hat er sich also bei Ihnen gemeldet. Unter Bezugnahme auf den Fragebogen, nehme ich an. Was hat er gesagt, wer er sei? Ich glaube, wir fahren gar nicht die richtige Strecke. Hören Sie. Er kam also mit seinem Koffer voll Lehrbüchern, Platten, Wodka. Bot Ihnen kostenlos Unterricht, er bewunderte Ihre Rosen, er ging gut essen mit Ihnen und in die Oper, Sie machten Spaziergänge und weiter. Was hat er dann getan? Erzählen Sie mir. Erzählen Sie mir, wie er Sie rekrutiert hat. Wer sind Sie? Ein Geistlicher, ein englischer Geistlicher, wie Ihr Vater. Frayn? Hä? Halten Sie es für möglich, dass Sie Charlie gar nicht wirklich getötet haben? Es vielleicht nur ein Traum war, mit dem Sie etwas ganz anderes verdecken. Etwas, was Sie nicht zugeben wollen. Halten Sie doch den Mund. Vielleicht ist Charlie mit Ihrer Mrs. Partridge durchgegangen. Ach, ich habe ihm doch gesagt, dass ich ihn gehasst habe. Ja, es ist auf der halbe Weg zur Liebe. Ja, ja. Sie haben ihn doch nicht mit eigenen Händen getötet. Mit Fahrlässigkeit habe ich ihn getötet. Ich habe einen Fehler gemacht, der zu seiner Eliminierung geführt hat. Was haben Sie gemacht? Was für einen Fehler? Das quält mich ja gerade. Ich denke immer zu darüber nach, was für eine Unvorsichtigkeit ich begangen haben könnte. Ich versuche, mir die Schuld zuzuschieben, aber das gelingt mir nicht. Und vielleicht hat er Sie ganz einfach verlassen und Sie können sich nicht damit abfinden. Vielleicht hat er Sie getötet. Wer mir meine Rosen genommen hat, der hat mir auch meine Katze genommen. Ich glaube, von meiner Katze habe ich noch gar nicht geredet. Es ist schon schlimm, wie schnell man etwas vergisst, was man lieb gehabt hat. Nur traue ich Ihnen nicht mehr. Also ich muss Ihnen was Fantastisches erzählen, was ich jüngst in der Times gelesen habe. Möwen nisten erst, wenn sie sich einer Schar angeschlossen haben. Sie brauchen die anderen, verstehen Sie? Den Schutz. Sonst fühlen sie sich nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl bei Ihnen, nicht mehr. Ich meine, warum bemühen Sie sich so um mich? So herrlich bin ich doch nicht. Warum haben Sie gerade mich ausgesucht, ha? Beantworten Sie die Fragen mal. In drei kurzen Sätzen. Warum soll ich es Ihnen nicht sagen? Ich habe Sie zum Narren gehalten. Ich habe alles frei erfunden, nur um Ihnen ein wenig Training in Ihrem neuen Beruf zu verschaffen. Dann vielleicht bin ich etwas zu weit gegangen. Es ist furchtbar. Aber ich kann den Clown in mir nicht unterdrücken. Schon als kleiner Junge habe ich immer Theater gespielt. Ich soll sehr begabt gewesen sein, ja. Auch im Ministerium hatten wir hier eine Theaterabteilung. Aber der gehöre ich nicht mehr an. Die haben mich rausgesetzt. So. Dankeschön.
Möchten Sie ein Stück Schokolade? Ja, sehr gern. Bitte sehr. Dankeschön. Sie wollen also, dass ich vergesse, was Sie mir erzählt haben? Wie beliebt. Es war nur eine Übung für Sie. Ihretwegen, nicht meinetwegen. Ja? Habe ich hier reingelegt? Ja. Was haben Sie wohl? Es könnte im Übrigen darauf hinweisen, dass es ein beträchtlicher Unterschied ist, ob jemand auf der Ebene völlig normalen gesellschaftlichen Verkehrs mit einem Sowjetdiplomaten Umgang hat oder ob er ihm Staatsgeheimnisse zukommen lässt und damit die Nation gefährdet. Ja. Das scheinen Sie übersehen zu haben. Ja, der Unterschied war mir entgangen. Die Sache ist nämlich die, dass ich viel mit der Diplomatie zu tun habe. Ah ja? Vor allem mit den Russen. Mhm. Daher meine Übung in Täuschungsmanöver. Aha. So. Ich fürchte, unser kleines Beichtespiel ist damit zu Ende. Jetzt können Sie aussortieren, was davon Tatsache ist und was Erfindung. Ernst nehmen müssen Sie in jedem Fall meinen beruflichen Status. So. Ich habe mich gefreut, dass man gerade Sie geschickt hat. Ja, ich freue mich auch. Es war mir ein großes Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. So. Gute Nacht. Sonst gibt es nichts mehr, was Sie mir sagen wollen? Nein, bedauere gar nichts mehr. Wir haben ein bisschen was vorgemacht. Es war ein Spiel, sonst nichts. Ich bin eben ein bisschen exzentrisch. Fand Charlie das auch? Charlie? Welcher Charlie? Sie wollen nicht, wie? Sie haben Angst vor menschlichen Beziehungen, genauso wie Sie Angst vor der Wahrheit haben. Wirklich? Ja? Will ihn besprechen. Danke sehr. Dann hören Sie zu. Nein, bedauere unmöglich. Bin sich aber in der Eigentümlichkeit. Ich gehe aus wie ein Licht. Die haben viele. Churchill zum Beispiel, oder Wingate, um nur zwei zu nennen. Ich mache sie, aber ich traue ihnen nicht mehr. Gute Nacht. Wir wissen doch, was Sie getan haben, Freen. Doch gescheit, dass Sie gestehen müssen, haben es hinter sich. Ja. Begley? Ja? Sagen Sie, Begley, wie hieß doch noch gleich Ihre Gemeinde? Hempstead, All Saints. Sie müssen mich mal besuchen. All Saints? Ich glaube, da hat mich mein Vater mal mitgenommen. Ja? Ja, der hat eine ausgesprochene Schwäche für die Church of England. Ist da nicht ein Altartisch mit vier abgeschnittenen korinthischen Säulen? Mein Gott, was für ein Gedächtnis Sie haben. Ja, und das Mittelschiff hat eine Deckenkonstruktion aus Ankerbalken, die auf Quergurtbögen auffliegen, beachtliches Maßwerk. Ist ja enorm. Sie wissen besser Bescheid als ich. Ja. Außerdem glaube ich, mich dunkel zu entsinnen, dass ein Stück der alten Mensa so vor 3 Jahren in einem Abstellraum des Pfarrhauses gefunden wurde. Wer? Sie sind ja ungeheuer informiert. Bin ich auch. Ja. Zumal ich alles frei erfunden habe. Ein paar unverdaute Begriffe
aus einem jüngst gelesenen Times-Artikel mit Hilfe meines allerdings beachtlichen Gedächtnisses frei aus dem Kopf hervorgeholt. Der Schaffner hat sich also nicht zu mir reingelassen, oder? Doch, doch, hat er natürlich. Ach, sagen Sie mir doch mal die 10 Gebote auf. Wie bitte? Ja, Sie haben schon verstanden, sagen Sie nur. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht kein falsches Zeugnis haben. Nein, aber in der richtigen Reihenfolge, bitte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Ochsen. Du sollst nicht Ehe brechen. Wer war Kaiphas? Der hohe Priester, der. Der war's? Der. Johannes dem Täufer dem Martyrium überließ. Falsch. Christus. Der Christus, ja, dem Pontius Pilatus. Sie haben mir nicht ausreden lassen. Ich wollte ihn zusetzen und unseren Heiland. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine alte Frau kocht Rüben, eine alte Frau kocht Speck. Und du bist weg. Sehr gütig von Gott, dem Allmächtigen und der britischen Eisenbahn, Sie mit diesem hilfreichen Instrumentchen zu versehen. Darf man um Ihre Fahrkarte bitten? Was bilden Sie sich denn ein? Als Beamter und Dienstältester unter den Anwesenden ernenne ich mich selbst zum offiziellen Vertreter der Eisenbahn. Also heraus damit. Und mit Ihrer Brieftasche. Ausgestellt gegen Kriegsministeriumsausweis Nummer 35777. Wieso das? Wie kommt das Kriegsministerium dazu, Ihre Reise zu bezahlen? Hä? Und auf mein Söhnchen. Ich wurde eingeladen, von den Coldstream Guards eine Predigt zu halten. Sie haben mir einen Ausweis ausgestellt für die Fahrkarte. Aha. Hempstead ist also nicht mehr unser Ziel. Haben wir uns anders überlegt? Ah, gut. Wankelmütiger Bagley. In den All Saints werden sich die Augen blutig weinen, wahrlich. Und unsere liebe Mami, die Reise erster Klasse finanziert hat, allen anderen voran, wahrlich. Oh, das ist ein Schriftchen unserer Gemeinde, Jungfrau, was? Nehmen wir die extra ins Gebet? Paul Pearson Bagley, der hier mit den staatsrichtigen Aufgaben geheimer Natur vertraut ist. Wieso Pearson? Das war der Mädchenname meiner Mutter. Ja, von dem her sucht immer der Ausführung seiner Pflichten jederweise behilflich zu sein. G.R. Maggie, stellvertretender Staatssekretär im Kriegsministerium. Mein Kopf nach links. Kopf nach rechts. Nehmen Sie mal den Kragen runter. Leer. Es ist der alte Dienstrevolver meines Vaters. Wir dürfen eigentlich keine Waffen tragen, aber... Aber was? Er gibt mir Selbstvertrauen. Beschreiben Sie mir Ihren Auftrag. ME-5, Inlandseinsatz. Ihren Auftrag, habe ich gesagt. Sie sind mein Auftrag, das wissen Sie doch. Und versuchen Sie nicht, mir was vorzuspielen, mein Junge. Davon habe ich jetzt genug. Frayn Alfred George, geboren London Battersea 1905, einfacher Herkunft. Berührt mich nicht. Nur zu, ich höre. Ausbildung Battersea Technical College, Hauptfächer Mathematik und Physik, Abschlussexamen Junggeselle, Verteidigungsministerium, Spezialist für Computerprogrammierung und Datenverarbeitung, Unbedenklichkeitsuntersuchung mit positivem Ergebnis durchgeführt 1959, wiederholt 1965, im Dienste des sowjetischen Geheimdienstes seit 1966. Ja, das wäre so ungefähr. Etwas unvollständig wahrscheinlich, aber das kennt man ja in dem Beruf. Und nach Auffindung dieses Objekts Ihrer lebhaften Fantasie sollten Sie was mit ihm machen? Ihn beiläufig in ein Gespräch verwickeln und sein Verhalten und seine Reaktion studieren. Und? Als Kleriker maskiert. Eine Beichte aus ihm hervorlocken. Mein Kragen sollte Ihnen Mut machen. Es hieß, Sie seien schon weich gemacht, Sie wären reif. Das Ganze wäre nur noch Routinesache, mehr oder weniger. Ihr Vertrauen gewinnen und die Aussage entgegennehmen.
Unterschrift C.A. McGee. Ich meine, das ist der stellvertretende Unterstaatssekretär. Ja, McGee leitet die Einsatzabteilung. Aha. Ziehen Sie die Notbremse. Sie sind doch MI5, ja? Im Inlandseinsatz. Bringen Sie den Zug zum Stehen. Holen Sie Unterstützung. Ziehen Sie die Notbremse. Also, dann werde ich selber tun. Nein, nicht. Warum nicht? Ach, morgen ist in ganz Whitehall herum. Ich würde zu komischen Figuren in London, ich wäre erledigt. Sie sind ebenso wenig MI5 wie ich es bin. Sie dreckiger kleiner Lügner, Sie. Sie sind nicht MI5. Musste das sein? Ja, bitte, ich bin nicht MI5. Ich bin ein Kleriker der Church of England, denn ich weiß, wer Caiaphas war. Sie sind nicht MI5. MI5-Agenten geben nicht zu, wer sie sind. Sie ducken sich auch nicht, wenn sie geschlagen werden, sondern sie stellen sich und schlagen zurück. Sie sagen auch nicht, sobald sie sich in der Hand des Gegners befinden, ihre Instruktionen prompt auf. Das ist doch lächerlich. Ich hätte sie wohl durchs Knopfloch fotografieren sollen. Als MI5 hätten sie sich maskiert. Ja, wollen Sie noch mehr Maskierung? Sie werden ja nicht annehmen, dass MI5 normalerweise den Klerus einspannt. Sie hätten sich als Gewehrsmann von Charlie ausgegeben, als Freund und Vertrauter meines russischen Kontaktmannes. Ja, Sie haben doch meinen Ausweis gesehen. Wie erklären Sie sich dann den? Gefälscht, ganz einfach gefälscht. Solche Wische stellt man doch in 0, nichts hin. Drüben in Moskau liegen die Dinger stapelweise parat, stapelweise, samt Gefolge, samt ihrem ganzen verdammten Gefolge. Los, antworten Sie! Geben Sie die Gegenparole! Oui, 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 no, 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 no! Aufgepasst! Ich werde Ihnen jetzt ein paar Sätze aufschreiben, in die ich die Wörter der korrekten, festgelegten Erwiderung auf samt Gefolge hineinverarbeiten werde. Wenn Sie, was ich stark vermute, ein Hilfsangestellter der Sowjetbotschaft sind, dann soll Ihrem Gedächtnis gern auf die Sprünge verholfen werden. Aber dann identifizieren Sie sich gefälligst, so. Das ist doch lächerlich. Lesen Sie. Nur vollkommen witzlos. Lesen Sie. Bitte. Dieses Land geht demnächst vor die Hunde. Der Herr sorgt für die Seinen. Aha. Der freie Handel ist unsere einzige Hoffnung. Der Sowjetunion gebührt größte Anerkennung für ihre Bemühungen um die Aufrechterhaltung des Friedens. Na? Ja, sehr gute Sätze, aber ich kann nichts damit anfangen, mit keinem bedauern. Es gibt hier auf dieser Strecke ein paar wunderschöne Stellen. Rangiergeleise, Heckengräben, Unterführungen. Wo möchten Sie am liebsten gefunden werden? Am liebsten gar nicht. Wen lassen Sie zurück? Eine Schwester in Hastings, eine Mutter. Haha, also von Frauen aufgezogen, natürlich. Und was ist aus Papa geworden? An einem Samstagnachmittag unter die Räder eines Omnibuses gekommen, was? Das war ein toffer Infanterieoffizier, der in Frankreich gefallen ist. Sie werden mich ja nicht für so geschmacklos halten, dass ich auch das erfinde. Ich werde Sie töten. So wie ich Charlie getötet habe. Das ist eine dumme Lüge. Das wissen Sie auch. Charlie hat Sie sitzen lassen. Er hat sich vor 6 Wochen auf und davon gemacht, vermittels einer Aeroflot-Schachtermaschine ab London Flughafen, falls Sie die Details interessieren. Und Sie dürfen die Zeche zahlen. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe versagt. Ich habe ihn getötet. Nein, nein, das hat Charlie nie getan. Niemals. Das war ein Täuschungsmanöver. Er hat ein Double fliegen lassen, vermute ich. Nein, das hätte Charlie nie getan. Oh, da sind Sie einem Irrtum aufgesessen, Sonny Boy. Er hat Solomon mitgenommen. Sie erinnern sich an Solomon, seinen Fahrer? Solomon war auch der Künstler im Fotolabor, glaube ich, der die Filme entwickelt hat. Sie sind zusammen weg. Es tut mir leid. Ich habe gedacht, das wussten Sie. Hätte ich Sie natürlich schon dabei gebracht. Ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wo wir sind.
Sonst kenne ich jeden Baum auf dieser Strecke, aber jetzt bin ich verloren. Bengli, bitte, wo sind wir jetzt? Eine Stunde hinter Edinburgh. Aber die Lichter da oben, die habe ich doch noch niemals gesehen, da oben auf dem Hügel. Das könnte ein Dorf sein. Manchmal sieht man alles ganz neu, wie nach einer Zeit im Krankenhaus. Bengli! Ja? Ich dachte, sie seien weggegangen. Ja, vielleicht konnte er mir gar keine Nachricht mehr geben. Hatte alle Hände voll zu tun, nicht wahr? Letzte Instruktionen, Dokumente verbrennen. All ihren Abfall, müssen Sie wissen. Sogar leere Konservenbüchsen. Die brachten sie alles zur Botschaft für den Wildzerkleinerer. Also ihre Vorsichtsmaßregeln. Sie waren vorbildlich, das wirklich zu bewundern. Wen? Ja, die Beziehung zwischen uns beiden, möchten Sie wissen, die ist über jeden Verdacht erhaben. Das können Sie wenden, so und so. Im Iglu wohnt der Eskimo. Da ändert sich nichts. Und wenn ich ihn 42 Jahre nicht sehen würde, würde sich auch überhaupt nichts ändern. Hallo, Frayn, kommen Sie zu sich. Ja, also er hat gar nichts für mich hinterlassen, keine Nachricht, nein. Ich habe in unseren Briefkästen gecheckt, aber da war nichts, aber überhaupt nichts. Ich meinerseits habe ihm ja Zeichen gegeben. Ja, da kann man nichts machen. Alles kann der Mensch nicht haben. Also, Sie haben ihn bis zum Flugplatz begleitet? Ja. Es war ein Wochenende. Ich wurde eingeteilt. Ich und Montpellier. Novizen kriegen immer die Wochenenden. Und wie sah er aus? Recht munter. Ja, er sah immer munter aus. Solomon trug die Koffer. Solomon. Solomon. Solomon könnte ich überhaupt nicht leiden. Das ist ein sehr humorloser Mensch, wenn Sie mich fragen. Sehr. Und hat er sich noch mal umgesehen? Hat er einen Blick über die Menge geworfen? Oder ist er stracks eingestiegen? Wir standen auf der Winke-Winke-Terrasse. So gut konnte ich nicht sehen. Aber ich hatte den Eindruck, dass er einfach eingestiegen ist und die Tür sich schloss. Nein. Nein, 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 nein. Charlie ist einfach in Deckung gegangen. Das war ein eleganter Trick, um sich der Beobachtung zu entziehen. Darin war er wie eine Katze, absolut wie eine Katze. Eine Katze, an der man sich wärmt. Wie schmuggelt man eine Katze? Man wirft ein Netz über sie und singelt sie und setzt sie auf einen begrenzten Raum aus. Ganz nach ihrer Majestät belieben, ganz nach ihrer Majestät Gefolge belieben. Ich kann nicht winken, ich muss ertrinken, weh? Halten Sie den Mund! Was soll denn das? Halten Sie bitte den Mund und lassen Sie mich in Ruhe, ja? Hab genug. Okay, er war groß. Ja, ganz groß. Er war mir Meilen überlegen. Na und, was wollen Sie tun dagegen? Mich noch mal schlagen? Also lassen Sie mich in Ruhe. Großer Gott im Himmel, den ganzen Tag im Büro prasselt's auf mich herunter. Und von Ihnen höre ich's mir auch noch an. Verdammt noch mal. Bagley, Bagley, Bagley. Wo ist Bagley? Her mit Bagley. Hat der Bagley mal wieder gepfuscht? Warum war Bagley gestern Nacht nicht da? Also halten Sie jetzt den Mund und lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin ein Versager, ich weiß es, ja. Hören Sie mal. Aber Bagley. Bagley. Aber Bagley, so hören Sie doch. Was soll denn das? Kommen Sie erst mal weg mit der dummen Zeitung und Schluss aufhören. Tut denn das ein Mann? Aber es ist doch nicht Ihre Schuld. Sie haben doch noch alles vor sich. Nicht wie ich, altes, abgewirtschaftetes Klappergestell. Was wollen Sie denn? Sie sind doch ein entzückender Junge. Ach, es ist nur weil... Ja, was ist denn in Sie gefahren? Was? Kommen Sie. Mir können Sie es doch sagen. Ach, danke. Ach, weil mir immer alles schief geht. Ach. Ich bin 27, ja. Wollen Sie den Rest wissen? Militärakademie nicht geschafft. Prüfung für den Kolonialdienst nicht geschafft. Mit Kaffeepflanzen in Kenia gescheitert. Und jetzt gescheiterter Spion. Das ist der kurze Lebenslauf. Ja. Zu MI5 bin ich nur gekommen, weil mein Vater mit McGee auf der Schule war. Aha.
Lachen Sie ruhig. Ich lach doch gar nicht. Ja, im Büro nein, werden Sie lachen, das können Sie mir glauben. Doch, doch, doch. Das ist wieder mal echt bänglich. Ich schaff's eben nirgends. Ein Job nach dem anderen, eine Pleite nach der anderen. Ja, Sie sind stark. Sie werden fertig mit sowas, bestimmt. Doch, Sie werden schon mit 27 damit also fertig werden. Nein, ganz sicher. Hören Sie mal genau. Ich werde es nie. Sie ich werde es nie. Doch nicht dafür, wenn ich über Ihre und Kräfte ich bin ein Versager. Und das bringen Sie uns ein Geständnis. Was sind denn das für Reden? Da könnte man eben so gut sagen, stehen uns die Kronjuwelen. Ein Geständnis, das will erarbeitet sein, ja, und vorbereitet. Ein Geständnis, das ist langes, langes Werben. Also. Sorgfältig ausgeklügelte gegenseitige Täuschung. Ja. Gegründet auf gegenseitige Unentbehrlichkeit. Und Liebe. Sie sollten Ausbilder sein bei uns. Das ist kein schlechter Witz. Aber ich will nur was sagen, Paul. Ich und der Mr. McGee, wir werden noch ein Tête-à-Tête miteinander haben. Die Sache ist noch lange nicht ausgestattet. Ja, aber Sie halten mich raus. Aber da machen Sie gar keine Sorge, Paul. Danke. Zigaretten? Na, bitte nehmen Sie eine von mir. Na, schön. Danke. Ich habe Feuer. Mhm, danke. Na, ist das besser? Ja, danke schön. Und das meine ich doch auch. Aber ein kleiner Teufel sind Sie doch, das muss ich sagen. So. Ja, dass Sie mir Ihren Cognac vorenthalten haben. Ach so. Noch dazu nach dem, was ich Ihnen von Charlie und seinem Wodka erzählt habe. Habe ich recht? Wahnsinn. Entschuldigung. Danke. Prost. Aber Charlie ist doch nicht wirklich abgesperrt. Das haben Sie mir doch bloß vorgeschwindelt. Na klar. Aha, Sie wollten mich treffen, Sie wollten mir zusetzen, was? Ja, sowas Ähnliches. Vorsicht, Vorsicht. Sie könnten mal ernstlich Schaden anrichten, wenn Sie mit solchen Schlichen operieren. Ja, ja, das habe ich auch eingesehen. Das tut mir auch leid. Gut, gut. Also, jetzt hören Sie mal zu. Ich habe nachgedacht. Verstehen Sie? Ja. Ich denke nämlich immer nach. Wo ich gehe und stehe, das ist so meine Art. Also, durch einen dummen Zufall, nicht durch Ihre Schuld, sind Sie jetzt ein wenig in die Tinte geraten. Das ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte sein. Na, regt Sie das zu sehr auf? Nein, nein, ich bin schon wieder in Ordnung. Gut. Also, Paul, wann sind Sie bei MI5 eingetreten? Sagen Sie. Im Juni. Also vor einem halben Jahr? Ja. Haben Sie eine Aufnahmeprüfung gehabt? Nein, das wissen Sie doch. McGee hat mich sozusagen durch die Hintertür reingelassen. Ja, haben Sie irgendeine Ausbildung gehabt? Ein bisschen. Ach. Und Onkel McGee hat sich einfach so mit Ihrer Sache beauftragt. Stimmt das, Paul? Ja. So. Na, da sind Sie nun. Ja. Ausgestattet mit einem leeren Revolver. Einen verheerend kompromittierenden Ausweis und der Order einem Mann, den Sie nie zuvor gesehen haben und der sich noch dazu als höherer Beamter herausstellen wird, ein Geständnis abzulocken. Ja, ist das korrekt, Paul? Ja, wirklich furchtbar. Na, nun laufen Sie mir nicht wieder weg. Hören Sie zu. Mit was wir es zu tun haben, so sehe ich die Sache, ist Unfähigkeit. Einem absolut fantastischen Ausmaß. Sie und ich, wir beide, jeder auf seine Weise und von seiner Warte herab, haben heute einsehen müssen, dass das Herz der britischen Abwehr direkt bloß liegt. Ich mache nicht nur Worte. Das wissen Sie, Paul. Ich höre niemandem lieber zu als Ihnen. Mama, Paul? Nein, ich weiß, dass es stimmt, was Sie sagen, dass alles wahr ist. Ich vermute, dass Sie jemand anderen haben abfliegen sehen, wie? Ein Double. Und Solomon, wenn Sie den gesehen haben, den schenke ich Ihnen jederzeit. Ach, Solomon ist ein Idiot. Also, ich wiederhole. Sie trifft keine Schuld, im Gegenteil. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, dass Sie sich ungewöhnlich gut gehalten haben. Angesichts Ihrer Unerfahrenheit, der mangelhaften Instruktion und der grotesken Fehleinschätzung seitens Ihres Chefs. Ungewöhnlich gut, aber damit ist auch Schlusswort. Das ist Endstation. Sie können jetzt nur eins tun, frei heraussprechen. Sagen Sie alles und überlassen Sie den Erwachsenen, die Sache in Ordnung zu bringen. Die ist nämlich 3 Fuß. Potenziell zumindest. Oder Burgess und McLean, das Format hat sie.
Sie tun mir leid, Paul, aber Sie haben zumindest eine unschätzbare Erfahrung gemacht. Und wenn Sie Ihre Chance nutzen, dann können Sie sogar wirklich etwas gewonnen haben. Das liegt ganz bei Ihnen. Also, ich möchte gerne, dass Sie zum Anfang zurückgehen, ganz zum Anfang. Erzählen Sie eins nach dem anderen die ganze Geschichte, wie Sie sie erlebt haben. Paul. Ja, Paul, haben Sie nicht zugehört? Paul! Sie sind groß. Einfach groß. Oh ja. Spitzenklasse. So groß wie Philby? Oh, Philby, Fuchs von der Corvo. Die wiegen mich zusammengebündelt und verschmiert noch nicht auf. Hat das Charlie gesagt? Ja. Oft. Wie lange sind Sie schon dabei? 8 Jahre. Und während der ganzen Zeit haben Sie alles verraten, was Ihnen unter die Finger kam? Militärische Anlagen, strategische Pläne, Produktionsziffern, alles. Mhm. Alfred, Sie haben gesagt, Sie mögen mich. Gilt das immer noch? Natürlich. Dann helfen Sie mir. Instruieren Sie mich, weihen Sie mich ein. Sie sind meine einzige Hoffnung. Sehen Sie das nicht? Niemand nimmt mich ernst, niemand mag mich, niemand glaubt an mich. Ich habe es immer wieder versucht, immer wieder. Unschuldige zu verführen, Agenten zu werben, zu korrumpieren, klein zu kriegen, umzudrehen. Und jetzt ist doch die Möglichkeit, mich zu bewähren, greifbar nahe gerückt. Erinnern Sie sich nicht mehr an Ihre eigenen frühen Jahre? An Versagen, Eifersucht, Einsamkeit? Erinnern Sie sich nicht mehr an Ihre Sehnsucht, zu den anderen zu gehören, Macht zu haben über Sie? Macht zu haben, Freyen, Macht! Sie von innen zu beherrschen und die Peitsche über Sie zu schwingen. Nein, nein, lassen Sie mich los. Seien Sie mein Lehrer, Alfred. Lehren Sie mich, wie Charlie Sie gewonnen hat. Lehren Sie mich die Zauberform. Ach, auch um Ihretwillen, Alfred. Sehen Sie nicht Ihre Chance? Unsterblichkeit winkt. Nie hat es einer gewagt. Keiner von den ganz Großen, wie Sie alle heißen, Philby, Penkowski, Abel. Keiner von Ihnen ist je so weit über sich hinausgewachsen. Die Welt wartete mit angehaltenem Atem auf die Offenbarung. Aber Sie haben versagt. Sie hinterließen keine Fackeln. Ihre Taten starben mit Ihnen. Ihre Leben verschwanden in der Müllgrube der ungeschriebenen Meisterwerke. Aber Sie und ich, wir beide, wenn wir nur diesen Moment zu packen wüssten, nichts gäbe es, was wir nicht mit vereinten Kräften erreichen können. Nein, nein. Eine unterschriebene Erklärung. Kein Geständnis. Ein Geständnis wollen wir es nicht nennen. Geständnis schließt ja Schuld ein. Und in unserer Welt ist Schuld irrelevant, ein Abstraktum. Sehen Sie mich vor sich, wie ich Sie Magie überreiche. Sehen Sie mein Gesicht. Glühend vor Stolz. 100 Seiten eng mit Maschine beschrieben. Namen, Orte, Codes, Termine, Parolen, Kanäle, Zahlungen, Unteragenten, Warnsysteme, Treffpunkte, autonome tote Briefkästen. Und nicht zögernd hingesetzt. Verstohlen, nicht die halbherzige Erklärung des in die Enge getriebenen Spions. Nein, Stolz. In großem Stil. Charlies Art. Hier ist, was ich getan habe und wie ich es getan habe. Und am Ende, auf der 100. Seite, Ihre Unterschrift. Ihr Name in großen, üppigen Buchstaben. Freyne. Der eine Welt in seine Gewalt zwang, die glaubte, sie besäße ihn. Freyne, Meister. Und danach herrschen wird. Wir beide, zusammen. Na, was sagen Sie? Sie haben mich etwas verwirrt, muss ich gestehen. Nein, Alfred, Sie haben mich verwirrt. Und jetzt müssen Sie mir helfen, die Dinge wieder zurechtzurücken. Ich will kein Rampenlicht. Das ist nicht meine Art. Aber wovor haben Sie denn Angst? Nur die geheime Welt wird es erfahren. Nein, machen Sie das nicht noch einmal. Ich mag nicht, wenn Sie so stürmisch sind. Ich mag nicht, wenn Sie so sind. Bei mir muss alles intim sein. Nur Sie und ich. In aller Ruhe. Nein, das ist mir unmöglich. Das glaube ich nicht, Alfred. Sie würden mit mir arbeiten. Sie wären glücklich. Aber es ist doch wegen Charlie, verstehen Sie? Herrgott nochmal, Sie denken doch nicht immer noch an Charlie, oder? Ja, ist doch nicht wirklich abgehauen, oder? Ja, also, Sie waren dabei, mir zu erzählen, wie es zu unserer Begegnung gekommen ist. Ich möchte gern, dass Sie da fortfahren. Ich möchte gern, dass Sie an dem Punkt fortfahren. Also gut, fahren wir fort. Haben Sie hier von Rosie Franklin gehört? Nein. Das ist eine von Maggies Mädchen, nehme ich an. Jetzt. Ach, ein Neuzugang? Sie ist das Mädchen, das ich in Edinburgh besucht habe. Ein Routinefall.
Aha. Wir hatten gerüchteweise gehört, dass Sie an einen östlichen Diplomaten geraten waren. Ja, und da sind Sie hingefahren? Nein, nein, nicht gleich. Erst haben wir Sie weichgekocht. Was, mit Gewalt? Ach, du liebe Zeit. Wissen Sie nicht, was Weichkochen ist? Hat Charlie Ihnen das nicht gesagt? Ist doch die große Mode jetzt überall. Desintegrieren nennt es McGee. Naja, ist so eine Art Amateurpsychologe. Ja, können Sie das nicht etwas klarer ausdrücken? Bitte. Es handelt sich um einen Prozess, bei dem ein Verdächtiger bzw. eine Verdächtige nach und nach aus seiner bzw. ihrer Umwelt herausgelöst wird. Kumulativer Entzug von Bindungsobjekten. Die meisten, die sich auf Spionage einlassen, sind doch einseitig fixiert. Nicht notwendigerweise politisch, aber irgendetwas findet man immer. Elektrische Eisenbahn, Frauen, Wagen, Alkohol, Geld, Rosen. Und nimmt man ihnen das Objekt, verlieren sie den Boden unter den Füßen. Das Ganze wird natürlich in Stufen praktiziert. Die erste Stufe einer sogenannten Desintegrierung ist zum Beispiel, ach, fast nichts, eine rückwirkende Steuerforderung, zum Beispiel 400 Pfund. Oder wenn es sich um einen Wagen handelt, sorgen wir vielleicht für einen kleinen Totalschaden. Folgen Sie mir? Ja, hör zu. In Rosis Fall war es ein Kind. Kleines Malheur, das ihr passiert war, aber sie hing an dem Jungen. Ohne ersichtlichen Grund war er plötzlich nicht mehr gut auf der Schule. Schlechte Noten, dauernde Klagen. Für sowas braucht man natürlich die Unterstützung an Ort und Stelle. Sie arbeitete in der Admiralität. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass die Admiralität in Edinburgh sitzt. Sie? Na, also schließlich wurde der Kleine von der Schule verwiesen, Papa war keiner vorhanden, also blieb Rosie auf sich gestellt. Charlie hätte ihr schon seinen starken Arm geliehen wahrscheinlich, aber der hatte sich ja abgesetzt, nicht wahr? Charlie, wieso Charlie? Ja, warum nicht? Was hat denn Charlie damit zu tun? Sie war Charlies Agentin. Habe ich das nicht klar gemacht? Oh, Entschuldigung. So stießen wir ja auch auf Sie, Alfred. Habe ich das auch nicht erwähnt? Wir sind dabei, Charlies Organisation aufzurollen. Ja, aber Charlie hatte gar keine Organisation. Ich war der Einzige. Nur ich, niemand sonst. Das wäre ihm ja nicht im Traum eingefallen. Ich war alles für ihn. Meinetwegen war er da nach London gekommen. Nur mich anzuwerben. Rosi hat er viel von Ihnen erzählt. Das war seine Art, sich zu entspannen. Danach, verstehen Sie, im Bett. Von den Schwierigkeiten im Umgang mit einem Psychopathen. Sie haben Spaß gehabt, die beiden mit Ihnen in Ihrem warmen Nest. Zwischen trägen Zärtlichkeiten. Ihr Name fiel natürlich nie, sondern nur Ihr Spitzname. Langohr. Rosi fand ihn herrlich. Was gibt's Neues von deinem Langohr, Charlie? Rosi war nicht sehr schwer zu knacken. Oh, hätte ich das nicht sagen dürfen? Sie wollen mir nur wegnehmen. Sie wollen mich nur... unsicher machen. Ich glaube, wenn Sie Rosi erlebt hätten. Schweigen Sie, Sie haben schon genug Schaden angerichtet. Ich sehe Sie ganz und gar nicht mehr als das Unschuldslamm, wenn ich das höre. Ganz und gar nicht mehr. Ich gewinne allmählich ein ganz anderes Bild von Ihnen. Ich habe getan, was ich für das Beste hielt. Ja, natürlich. Herumintrigieren, andere Leute Leben durcheinander bringen, Geständnisse erpressen. Wo sind wir denn hier? In Russland? Charlie hat Frauen immer gehasst. Genauso wie ich, hat sich nur über sie lustig gemacht. Das ist doch alles nicht wahr. Sie können froh sein, wenn sie nicht vor Gericht kommen, so wie sie es treiben. Ein kleiner Junge, ein Kind, das sind doch dreckige Methoden, dreckig. Und sie bei ihrer Erziehung. Das gehört eben zur Routine. Ich bin aber nicht Routine. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Es war also McGee, der den ganzen Wagen gebucht hat, alle Sitze. Um mich zu isolieren, er hat mich von meinen Freunden getrennt, von aller Gesellschaft. Er hat sie mir alle weggenommen. Und wo ist Mrs. Partridge? Wo sind meine Rosen? Wo ist meine Katze? Großer Gott! Als nächstes vergiftet er noch die Vögel in den Bäumen. Seine Theorie. Scheiß auf seine Theorie! Das war erfunden. Das mit Rose Franklin, ja? Das von ihr und Charlie, oder? Ziemlich gemein von einem Vater, wie sich so zu verhalten. Das eigene Kind preiszugeben und aus der Mutter eine Verräterin zu machen. Wieso Vater? Hab ich das auch nicht gesagt? Es war Charlies kleiner Junge. Ivan nannten sie ihn im Geheimen. Charlie war ganz verrückt mit ihm, solange es ihm in den Kram passte. Dann verlor er das Interesse. Ab mit Schaden. Warum stehen wir denn still? Ich mag das nicht. Und was ist denn das? Diese Männer? Da, da. Streckenarbeiter vermutlich. Gott, Streckenarbeiter, das können Sie jemand anderen erzählen. So jung, so groß. Ich sehe niemanden.
Stellen Sie Ihre dummen Augen auf. Da, die dunklen Gestalten gegen den Himmel, ganz deutlich. Und Mäntel tragen Sie, lange Mäntel. Das sind keine Männer, das sind Hydranten. Aber Paul, oh. Und was sag ich? Hören Sie? Tut mir leid, ich höre nichts. Aber Paul, das müssen Sie doch hören. Um Himmels Willen, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Da, die Hammerschläge. Los, verdammt noch mal. Ich verlange, dass Sie was unternehmen. Wissen Sie, was Charlie tun würde? Rosi bumsen, würde ich sagen, und sich ans Kichern über den Arm freuen. Charlie hatte mehr im kleinen Finger als Sie in der ganzen Jammergestalt. Obwohl er Ausländer war. Charlie wäre ein Spion. Ein russischer Top-Spion. Und nicht ein fünfklassiger Reserveamateur vom britischen Geheimdienst. Ich werde Zigaretten verlangen. Ich bestehe auf einer extra Ration Zigaretten. Ich werde tun, was ich kann. Und Farbe. Eure grau getünchten Wände kommen für mich nicht in Frage. Ja, ich werde es weitergeben. Und eine Bibliothek will ich. Jawohl. Mhm. Und ich verlange, dass für meine Katze gesorgt wird. Für Ihre Katze wird gesorgt. Gut gesorgt. Ja, 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 dafür verbürge ich mich persönlich. Ach, und hätten Sie was dagegen, Ihren Kragen wieder anzulegen? Ja, mit Kragen sind Sie mir viel lieber. Und Rose Franklin soll so gleich wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Sie ist ganz und gar unschuldig, dafür stehe ich ein. Sagen Sie das, McGee, ja? Ja. Lassen Sie sie frei, ja? Das hat ihm nichts bedeutet, überhaupt nichts. Das ist eine ganz unbedeutende Angelegenheit, ein Strohfeuer. Mein Leben für das Ihre, okay? Mhm. Die einzige Möglichkeit, Fairness unter Gegnern. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Doch, doch, natürlich. Also ich missgönne Sie ihm nicht. Nein? Bestimmt nicht, aber das mit dem Jungen hätte er nicht tun dürfen. Das gebe ich zu. Also das gebe ich offen zu. Man lässt nicht einen Menschen, ein kleines Kind, einfach so im Stich. Das ist eine asoziale Handlung, ich kann mir nicht helfen. Tut mir leid, Charlie, tut mir furchtbar leid. Aber was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Wir sind ja schließlich hier in England, nicht wahr? Und nicht in Russland, das ist immerhin ein Unterschied. Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen. Im Namen von Mr. McGee. Ach, das ist dieser stellvertretende Unterstaatssekretär. Ich kenne ihn sehr gut. Das heißt, dem Namen nach. Mhm. Er möchte Sie für MI5 gewinnen. Ja. Wäre mir natürlich ein großes Vergnügen. Vorausgesetzt, die Bedingungen sind entsprechend. Das werden Sie sein. Und meine Pensionsansprüche werden übernommen. Zwei Dokumente sind zu unterschreiben. Das eine ist Ihre Erklärung über Ihre Verbindung mit Charlie. Das andere ist das Antragsformular für die Aufnahme. Sie gehören ab sofort zu uns. Bevor ich das unterschreibe, darf ich da noch was sagen? Ja, selbstverständlich. Ich möchte gern McGee darauf aufmerksam machen, vielleicht können Sie das noch hinzufügen, dass die Mittel und Wege, mit denen heutzutage ein Mann dazu verführt wird, sein Vaterland zu verraten, fast die gleichen Methoden sind, mit denen normalerweise ein Geständnis herbeigeführt wird. Die beiden Dokumente werden zusammen vorgelegt. Das erste ist gleichzeitig rechtsgültiger Beleg Ihrer vorangegangenen Tätigkeit und Unterlage für die Festsetzung Ihrer Dienstjahre. Aha. Im Fall einer sachverwandten Tätigkeit können wir leider pro Jahr nur 6 Monate in Anrechnung bringen. Und das ist aber hart, sehr hart. Würden Sie dann bitte hier unterschreiben? Ja, hier bitte nochmal. Ich werde Ihre Unterschrift bezeugen. So. Und dann hier bitte bei dem Bleistift kreuzen. Nur Ihre Initialen. Aber da steht doch gar nichts drauf. Das ist doch ein leeres Blatt Papier. Nein, nein, es ist vollgeschrieben. Sie werden noch lernen, es zu lesen, bitte. Ja. So. Okay. Ihre Anstellung wird auf den Beginn der heutigen Reise zurückdatiert. Sie können Tagegeld ab heute 22 Uhr beanspruchen. Aha, so. Würden Sie mir jetzt bitte Ihre Pistole geben? Ja, sofort. Mhm. Sie hat noch eine Kamera, nicht wahr? Ja.
den Film drin? Ja, sogar mit Aufnahmen. Mhm. Wir werden ihn bis morgen für Sie entwickeln. Die müssen aber an ihn weitergehen. Natürlich. Ist eigentlich Solomons Job, aber bei dem würde ich raten, sich eine Quittung geben zu lassen. Ja, wir werden den Kurier entsprechend anweisen. Ja, schön. Nebenbei ist es nur eine K33. Nette Kamera in ihrer Art, aber ist überall auf dem Markt. Rosi hatte die gleiche. Sie hatten sicher eine stehende Vereinbarung mit Charlie für einen etwaigen Notfall. Und zwar? Ja, Hotel Saint-Simon in Paris. Ich werde als Peter Appleby absteigen und warte auf eine Kleinanzeige in der Herald Tribune. Gärtner gesucht, 1 Hektar in Orly, Unterkunft und volle Verpflegung, großer Hund, Tennisplatz. Sie sollten mit falschem Pass reisen? Ja, den mir Charlie geschickt haben würde. Wohin? Na, Paradise Cooks natürlich, im neutralen Kuvert. Aber ich dachte, das wüssten Sie. Wirklich? Mhm. Er hat sich also wirklich davon gemacht? Es war also nicht Neues, was ich Ihnen erzählt habe. Ich habe ihn also nicht wirklich getötet, oder? Jeder von uns kennt immer nur einen Teil. Nie alles. Ja. Damit muss man sich abfinden. Aber was wollten Sie sagen? Ich wollte sagen, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich bewundere Sie und liebe Sie. Ich möchte gern, dass Sie mein Geständnis als ein Vermächtnis ansehen. Als etwas, was ich den Nachkommenden überlasse. Gott segne Sie alle und Sie besonders. Es war ein fairer und guter Kampf. Ich werde Ihnen ein erstklassiges Zeugnis ausstellen, wenn ich Maggie treffe. Ja. Wirklich? Mhm. Aber das war doch wahr, was Sie mir von Ihrem Vater erzählten. Der ist doch wirklich in Frankreich gefallen. Ja.